Hallo, ich habe heute endlich die April-Favoriten für euch. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber ich habe mir gedacht, komm, ich drehe sie trotzdem ab, besser später als nie. Und deswegen habe ich jetzt für euch meine persönlichen April-Favoriten. Als allererstes möchte ich euch einen Deko-Artikel zeigen, was ich euch vergessen habe, in meinem letzten TK Maxx Haul zu zeigen, weil die Tüten standen hier schon eine Weile rum voll TK Maxx und ich hatte dieses Deko-Element aber schon hingestellt gehabt und es dann einfach vergessen im Haul zu zeigen. Und zwar handelt es sich um diese schöne Kiste. Oh mein Gott, wie hübsch ist die denn? Sowas habe ich schon lange gesucht, wirklich irgendwie eine Kiste oder auch irgendwie vielleicht ein Glas, wo ich die Pinsel reinstellen kann oder einfach was komplett aus Spiegel ist. Und das ist einfach eine Kiste, die wirklich einfach innen drin komplett so aus schwarzem Samt ist. Da passt auch jede Menge rein. Wie ihr seht, die ist wirklich sehr, sehr groß. Und ist komplett aus Spiegel, außer unten. Das ist aber auch gut, dass es nicht zerkratzt. Und ja, hier vorne ist sie einfach so ein bisschen zersprengt sozusagen. Aber ich finde das so, 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 so schön. Und solche Sachen sind halt immer wirklich teuer. Also ich habe da lange nachgesucht, überall im Internet. Und die sind wirklich sehr, sehr teuer. Und selbst diese Kiste war reduziert von 70 € hat die ursprünglich gekostet, hätte ich niemals gekauft, auf immerhin noch 30 €. Selbst bei 30 € habe ich gedacht, so, boah, ist schon viel für so eine Kiste, die dann da irgendwo rumsteht. Aber ja, im Vergleich, wo sie sonst überall ja, viel, viel mehr kosten würde. Aber sowas wollte ich halt schon immer haben, so komplett aus Spiegel. Finde ich sehr, sehr schön und ist ein absolutes neues Lieblingsstück hier bei mir in der Wohnung geworden. Ja, dann kommen wir zum Bereich Fashion. Ich habe zwei Sachen diesen Monat für euch. Und zwar einmal dieses Oberteil hier, das habe ich so, so, so oft getragen. Das habe ich bei Primark gefunden. Und zwar ist es einfach, hat so wie ein normales Tanktop sieht es auch aus, von der Länge, beziehungsweise hier die Träger. Ist ein bisschen dicker auch und hat hier halt eben diese Schnürungen vorne. Gibt es auch in verschiedensten Farben. Ich habe es jetzt in Schwarz und in Grau. Gibt es aber auch noch in Weiß und ich glaube in Khaki und so weiter. Und wie gesagt, von Primark für 11 €. Und dieses Oberteil habe ich gerade im April extrem oft getragen. Hatte ich auch im April gekauft gehabt. Und ich liebe es einfach. Es ist ein definitiv ein sehr, sehr, sehr großer Schatz im Monat April gewesen. Genauso wie diese Jacke. Manche werden jetzt wahrscheinlich sagen, boah, schon wieder zeigt ihr diese Jacke. Aber es ist einfach von mir definitiv ein Favorit gewesen aus dem Monat April. Und zwar diese Blumenjacke hier. Das ist so eine Bomberjacke einfach. Die habt ihr jetzt aber auch schon bei mir ganz oft in Videos gesehen, beziehungsweise habe ich sie euch im TK Maxx Haul gezeigt, weil die von TK Maxx ist. Die habe ich dort für 20 € ergattern können. Ich bin so froh, ich liebe die. Ich hatte die im Monat April so oft an, egal ob ich nur einkaufen war, egal ob ich war damit sogar im Club schon gewesen oder ob ich einfach so shoppen war. Ich habe die so, so, so oft an, weil die einfach zu allem passt. Ich kann die zu einer Feinhose anziehen, ich kann die zu Jeanshosen anziehen. Ich habe die schon zu einem Kleid angehabt am Kinoabend. Also ich liebe diese Jacke einfach total und deswegen gehört sie auf jeden Fall in meine Favoriten. Wenn ihr sehen wollt, wie die angezogen ausschaut, dann schaut einfach bei mir auch im Instagram-Profil vorbei. Dann seht ihr auf jeden Fall, wie die angezogen ausschaut. Ja, dann kommen wir zum Bereich Beauty. Und zwar habe ich da ganz, ganz klar einen ganz großen neuen Favoriten. Und zwar ist das Rosenwasser. Ich habe das jetzt schon so lange mir holen wollen, weil das von sämtlichen YouTubern schon in die Kamera gehalten wurde und es mich sehr, sehr, sehr neugierig gemacht hat. Und ja, deswegen habe ich es mir einfach mal über Amazon bestellt gehabt und habe das jetzt im Monat April sozusagen Anfang des Monats bekommen und habe es jetzt sehr, sehr, sehr gut gebraucht, weil das ist schon bis hierhin verbraucht, also über die Hälfte. Ich benutze es aber tatsächlich auch jeden Morgen, jeden Abend und zwar sehr großzügig. Ich mache wirklich diese großen XXL-Wattepads komplett nass und tue das wirklich über mein komplettes Gesicht geben, wenn ich es dann fertig gereinigt habe, dass es auch wirklich sehr, sehr feucht ist und dass wirklich das Rosenwasser schön in die Haut einziehen kann. Ich mag das sehr. Und eine ganz große Empfehlung. Ich liebe es so sehr. Ich habe jetzt vor 2 Tagen erst eine neue Packung wieder bekommen. Ich habe es mir nachbestellt, weil ich schon Angst hatte, dass die jetzt leer geht. Also das ist der Beweis. Es ist definitiv ein ganz, ganz, ganz großer Favorit. Und in Kombination damit, wenn ich gemerkt habe, dass meine Haut so einigermaßen okay ist, habe ich nur das Rosenwasser benutzt. Wenn ich gemerkt habe, dass sie so ein bisschen trocken ist, vielleicht so nach dem Sonnenbaden oder so, habe ich dann einfach zusätzlich zu diesem Rosenwasser noch diese Creme hier benutzt. Und zwar die hier ist von Rival de Loup, also aus dem Rossmann, eine Nachtcreme. Und zwar Green Tea, also das habe ich dann für abends natürlich verwendet. Morgens benutze ich ja meine normale L'Oreal-Creme. Also das ist eine Green Tea Nachtcreme für normale und Mischhaut. Die sieht ganz witzig aus. Ich weiß nicht, wie sehr man oder wie gut man das erkennen kann. Da sind so wirklich runde Kügelchen drin und die sind komplett einfach aus Creme und das dazwischen ist einfach so eine Gelee-artige Masse.
Ihr müsst einfach ein oder zwei von diesen Kügelchen rausnehmen und dazu kommt automatisch auch diese Gelee-Maske raus. Und dann verreibe ich das einfach so ein bisschen auf der Hand und gebe das dann aufs ganze Gesicht. Und es ist wirklich am Anfang sehr, sehr rutschig und man denkt, oh Gott, ich kann damit meinen ganzen Körper eincremen. Aber es dauert nicht mal 15 Sekunden, dann ist die Creme wie weg. Also man muss die wirklich sehr schnell gut in die Haut einarbeiten und dann ist die wirklich weg. Und die Haut fühlt sich wirklich so, ja, einfach sehr fresh an, aber die bappt nicht oder ist irgendwie von Creme so ganz komisch. Also ich finde die wirklich super, super toll, weil die sehr schnell einzieht und die Haut sich super weich auch anfühlt. Also die kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe die jetzt tatsächlich schon sehr, sehr lange. Die ist jetzt ungefähr bis hierhin aufgebraucht, auch wenn man es vom Rand her nicht so wirklich sieht. Aber in der Mitte ist schon einiges weg und man braucht halt wirklich immer nur ein, zwei Kügelchen. Also die hält super, super lange. Ich habe die jetzt schon viele, viele Monate und ich benutze die aber nicht jeden Abend, einfach nur nach Bedarf sozusagen, vielleicht drei, viermal die Woche. Und dafür, die hält mir jetzt schon viele Monate und ich habe die euch noch nie in die Kamera gehalten. Aber jetzt dachte ich mir, es wird mal Zeit, weil ich jetzt gerade in Kombination mit dem Rosenwasser gemerkt habe, dass ich die super, super toll finde. Also deswegen auch ein ganz, ganz, ganz großer Schatz. Dann habe ich noch einen neuen Liebling sozusagen. Und zwar ist es dieser Pinsel hier von Real Techniques. Oh mein Gott, ich liebe ihn so sehr. Ich benutze den die letzte Zeit nur noch, wenn es darum geht, dass ich meinen Blusher mit auftrage, weil ich finde, das kann man ganz, ganz präzise machen, weil er halt nicht so groß gebunden ist. Ich habe sonst immer diesen hier benutzt von Real Techniques. Den fand ich immer ganz toll, weil der einfach, weil man den schon dann so damit schon verblenden konnte. Und ich finde den auch ganz, ganz klasse, aber wie man von der Größe sieht, ein totaler Unterschied. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mich jetzt in diese kleinere mehr verliebt, keine Ahnung. Und das ist diese Special Edition von diesem, ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, aber ich habe die euch auf jeden Fall auch mal bei Instagram oder sowas gezeigt oder auch in meinen Hauls. Da gab es einfach verschiedene Pinsel, einmal in Silber, Gold oder Rose Gold. Und das ist jetzt diese einer der Pinsel, die in Rose Gold sind, die Nummer 300 übrigens. Und ja, finde ich super, super klasse, benutze ich jetzt auch schon einige Wochen und ist mein absoluter neuer Liebling. Ich benutze, wenn es um Blush geht, benutze ich nur noch den, gar keinen anderen mehr. Also I love it wirklich sehr. Genauso eine neue Sache, die ich jetzt auch erst seit, ich glaube, 2-3 Wochen habe, ist diese Maske hier und zwar die Blackhead Maske. Habt ihr bestimmt auch schon viel von gehört. Das ist diese komplett schwarze Maske, die man sich aufs Gesicht geben kann, die dann eintrocknet und die man dann so abziehen muss und die dann alles rausreißt, was man irgendwie im Gesicht hat. Also ob es Pickel sind, Poren, die irgendwie gereinigt werden. Also wirklich für Mitesser ist es eigentlich gedacht, dass die Mitesser rausgezogen werden. Aber die zieht halt auch alles andere mit raus. Also wirklich die ganzen Haare werden mit rausgerobbt. Deswegen tut die auch so weh, wenn man sie abzieht. Also ich habe sie noch nicht aufs ganze Gesicht aufgetragen. Das werde ich jetzt aber demnächst mal machen. Ich habe da schon echt Angst vor. Ich habe sie auf dem Kinn aufgetragen. Da hat sie gar nicht wehgetan. Auf der Stirn hatte ich sie drauf. Da hat sie auch nicht wehgetan. Hier dazwischen hatte ich sie auch. Da hat es ein bisschen wehgetan, weil sie mir wirklich die ganzen Haare rausgerissen hat. Auf der Nase hatte ich sie, da hat es auch nicht so weh getan, aber ich hatte sie hier auch gehabt. Gerade weil ich so große Poren habe, dass da halt wirklich alles rausgenommen wird. Und hier hat es, muss ich sagen, echt weh getan. Also, ja, also ist es natürlich alles auszuhalten, aber ich musste wirklich so Step by Step und dann die Augen zumachen und keine Ahnung. Ich habe das euch auch live auf Snapchat gezeigt gehabt, wie ich das abgezogen habe. Und ja, die es gesehen haben, wissen, dass es ein bisschen weh getan hat. Aber auf jeden Fall effektiv. Ich kann nicht sagen, dass 100% alles rausgeholt wird, um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht behaupten, aber ich denke mal so die Hälfte auf jeden Fall oder mehr als die Hälfte. Härchen werden komplett rausgerissen, Mitesser, die sichtbar sind, auf jeden Fall auch, aber die Mitesser, die wirklich noch unter mehreren Hautschichten sind, die werden natürlich nicht rausgeholt. Also ich habe mir jetzt gedacht, ich werde das nächste Mal benutzen, wenn ich entweder so ein Dampfbad fürs Gesicht mache oder wenn ich sehr heiß gebadet oder geduscht habe, dass einfach meine Poren geöffnet sind, dass diese Maske das einfach besser rausziehen kann. Also so habe ich mir jetzt gedacht, werde ich das mal ausprobieren und hoffe dann, dass es dann noch besser funktioniert, weil es hat schon sehr, sehr gut funktioniert, aber vielleicht dann noch besser. Die originale Marke dieser schwarzen Masken sind übrigens die Blackhead-Masken. Die habe ich jetzt in so kleinen Packungen. Ich habe mir 20 solcher kleine Probepackungen bestellt, weil die reichen genau für eine Anwendung. Und 20 Stück habe ich davon auf Amazon bestellt für 4 Euro irgendwas. Also ich denke noch erschwinglich. Ich habe mir jetzt noch eine andere Packung bestellt, das ist allerdings von so einer nachgemachten Marke, so eine ganze Tube bestellt. Die war auch sehr günstig, auch um die 4 Euro. Die werde ich aber erstmal testen und euch dann Bescheid geben, ob die was taugt oder nicht. Aber ansonsten, die Originale kann man sich auch leisten. Für 4 Euro, 20 solche Anwendungen. Ich denke, das ist noch im okay Preisbereich, sage ich mal.
Und dann habe ich noch ein letztes Produkt für euch. Und zwar, ja, ich glaube, das wurde schon 50.000 Mal von allen möglichen YouTubern in die Kamera gehalten. Ich habe es euch ja auch schon gezeigt in meinen DM-Hauls. Aber ich muss es euch jetzt nochmal zeigen. Und zwar geht es darum, von Nivea Man Sensitive, das Aftershave Balsam. Und ich muss sagen, ich habe das so 2-3 Mal ausprobiert, fand es ganz gut, aber es war nicht so, dass es mich weggeflasht hat und dass ich es dann nur noch benutzt hatte. Ich habe dann trotzdem auch andere Sachen immer weiterhin benutzt und das nur zwischendurch mal. Dann kam der Abend oder der Morgen, wo ich morgens gefilmt hatte und das hier drauf gemacht habe und wirklich dann so mein Basic-Tages-Make-up gemacht hatte. Und dann über den Tag hinweg mein Make-up draufgelassen habe, weil ich zu Hause irgendwie, ich weiß auch nicht, war eigentlich nur zu Hause. Ich bin sogar zwischendurch auf der Couch noch eingeschlafen beim Videoschneiden. Und abends hatten dann die Mädels angerufen, von wegen, sie möchten weggehen und so weiter. Und dann habe ich mich angefangen fertig zu machen, habe mich vom Schminktisch gesetzt, war gerade da bereit, so mich abzuschminken, mich komplett neu zu schminken, weil normalerweise gerade ich mit meiner öligen Haut, das funktioniert gar nicht, wenn ich mich morgens geschminkt habe und abends weggehen möchte, dann muss ich mich zu 100% neu schminken. Also da geht gar nichts mit von wegen Tages-Make-up auffreshen zu einem Abend-Make-up. Gibt es ja genug Tutorials von. Bei meiner Haut funktioniert das auf gar keinen Fall. Und dann hatte ich mich im Spiegel angeschaut gehabt und dachte mir so, warum sieht mein Make-up zum Teufel so gut aus? Das war echt verblüffend. Ich dachte mir so, habe ich mein Make-up vor 1 Stunde oder vor 10 Stunden gemacht? Ich habe wirklich gedacht, so was ist das denn? Wieso sieht es so gut aus? Habe versucht, mich zu erinnern, was für eine Foundation ich denn benutzt hatte und. Und da waren eigentlich eher so Basic-Sachen dabei, die ich immer benutze. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich dieses Ding hier benutzt habe. Und es hat wirklich daran gelegen, weil ich habe es dann getestet und die Tage darauf immer mal wieder das benutzt und dann gemerkt, okay, das liegt an diesem Produkt und das, seitdem benutze ich es nur noch. Es war so ein richtiges, zufälliges Wow-Effekt sozusagen. Und worauf ihr halt achten müsst, ist, dass wenn ihr das aufs Gesicht aufträgt, dass ihr es nicht einfach so einmassiert und dann weg, sondern man muss es wirklich so lange in die Haut einmassieren, bis es anfängt, so ein kleines bisschen zu bappen, so ein kleines bisschen zu kleben und dann ist es ready to go. Dann die Foundation einarbeiten und dann ist es wirklich so, die Foundation klebt dann regelrecht auf einem Gesicht und die rutscht nicht weg, die geht in keine Fältchen oder sonstige Sachen. Also das ist wirklich ein Traumprodukt, würde ich sagen. Also ich fand es schon immer sehr, also wirklich gut und hat mir auch schon immer gefallen. Aber dieser Wow-Effekt kam einfach zufälligerweise durch diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe. Und deswegen ein ganz, 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 ganz großer Liebling geworden diesen Monat. Und ja, das war es auch schon gewesen. Das waren so meine Favoriten zumindest aus dem April. Ich hoffe, dass sie euch gefallen haben. Wenn ihr noch nähere Fragen zu den einzelnen Produkten habt, wie immer ab in die Kommentare, damit da werde ich so schnell wie möglich drauf antworten. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!